Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier beim Farming Live. Genau. So, wir starten das Let's Play oder dieses Angezockt hier mit dem Ende von dem Tag. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal an, wie es ausguckt. Wir sind ungefähr gleich geblieben. Ja, das ist doch in Ordnung. Ein Mähdrescher und ein Getreidespeicher mit einer Rampe sind eine gute Kombination, sodass die Produkte automatisch zum Getreidespeicher transportiert werden. Dadurch wird die Erntezeit erheblich verkürzt. Okay, Mähdrescher und Getreidespeicher mit Rampe. Alles klar. Da sind wir allerdings noch gar nicht. So, dieses Spiel habe ich jetzt seit gestern und vorgestern schon ein Part gebracht und ist ja aktuell ins Steam oder auf Steam im Angebot, weil es gerade erst rauskam am 18. Und das Angebot gilt noch bis zum 25. Nur mal so viel zur Info. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, was wir heute noch bewerkstelligen können. Ich werde mich jetzt einmal weniger um die Quests von den Freunden kümmern, sondern eher um die Quests von Bürgermeister. Ein Spatz pfiff mir, dass es im Leben Höhen und Tiefen gibt, aber nach dem Sturm geht immer die Sonne auf. Aha. Gut, gut. Also, er ist hier am... Katze stoppte Mäuse, die Produkte stahlen. Beinahe gestohlene Produkte 19. Beinahe. Also, wurden quasi keine Sachen gestohlen. Gut. Du kümmerst dich ja... Alles in Ordnung? Du kümmerst dich ja um die Tierchen? Ich schau mal, wo der Hund ist und die Katze. Die Katze ist da. Die hast du ja, glaube ich, gerade versorgt, ne? Ja, du kannst die vielleicht mal ein bisschen heilen und vielleicht auch mal ein bisschen streicheln. So, wo ist denn... Achso, er ist gleich am Ding wieder. Am Machen. Bienenstock Honig 0. Da haben wir was drin. Der schöne Hut in der Gegend. So, schauen wir aber erst einmal. So machen wir das hier. Ne, Bürgermeisterwettbewerbe. Das haben wir geschafft. So, retten wir das Klima. Versuche es. Gucken wir mal. Lieber Simon, ich brauche deine Hilfe. Wir befinden uns in einer sehr schwierigen Situation. Der globale Klimawandel fordert sein Tribut. Immer mehr Bäume werden gefällt. Das Ökosystem ist in Gefahr. Wir verlieren unser natürliches Gleichgewicht mit der Natur. In unserer Region gab es in den letzten Wochen eine Dürre, die du als Bauer wahrscheinlich auch schmerzhaft gespürt hast. Lass uns etwas dagegen tun, bevor es zu spät ist. Ich möchte alle Bauern mobilisieren, um für die Gesundheit unserer Mutter Natur zu kämpfen, die uns so viel gibt. Also unterstützt du uns bei diesem Bemühen für eine gerechte Sache. Pflanze 5 Bäume, dann bewässer die Bäume 10-mal, dann ernte 15 Früchte. Du hast dafür 6 Tage Zeit. Okay, dein Lager ist fast voll. Trage dich ein. Denk dran, dass all dieses Land eines Tages dir gehören wird. Es ist am einfachsten, die Arbeit des Bürgermeisters zu erledigen. Ja. So. Jetzt muss ich mal gucken. Und zwar, ich würde sagen, bewege die Produkte. Und zwar... Kartoffeln haben wir ja recht viele. Also mit Steuerung kann man 10 Artikel auswählen und mit Shift kann man 100 Artikel auswählen. Also Victor, abgebrochene Aufgabe, weil nirgendwo gibt es einen freien Platz. Dein Lager ist fast voll, das weiß ich, das will ich doch gerade klären hier. So, machen wir mal 50 Stück, würde ich sagen. Nimm die Produkte. Du? Mhm. Sondern nochmal, nochmal, Karotten, genau. Karotten würde ich sagen, da jetzt halt eh gerade noch welche reinkommen, 100 Stück. Hä, warum 50? Okay, 50. Nimm die Produkte. Verkaufe alles und kehre zurück. Schauen wir mal. Okay, es wird schon werden, wahrscheinlich, hoffe ich.
Oh, das Zeug, das fängt dann zu kaputt gehen an, ne? Oje. Wir brauchen auf jeden Fall ein neues Lager. Speicher hier. Ein Lagerhaus für Feldfrüchte und andere landwirtschaftliche Produkte. Dann würde ich sagen, stellen wir doch das mal dahin. Hat es zwei Türen? Nee, hat es nicht. Okay, dann würde ich sagen, drehen wir das mal mit der Tür dahin. Du hast gerade Errungenschaft freigeschaltet, bronzener Verkäufer. Du hast gerade ein Gebäude errichtet. Möchtest du mehr über die Errichtung von Gebäuden erfahren? Ja, mach mal. Es gibt verschiedene Gebäudetypen, Produktionsblabla. Okay, habe ich genug erfahren? Eieiei. Kiste mit Waren, die gehen halt kaputt, ne? Ach so, die sind kaputt, okay. So, was hast du jetzt? Tiere säubern. Ja, dann mach mal. Hunger. Füttere. Spiel gespeichert, alles klar. 326 von 450. Also ich sollte hier auf jeden Fall nochmal eins bauen, aber da ich ja Bäume pflanzen soll, muss ich natürlich erst einmal ein paar Bäume weghauen. So. Dann tun wir nochmal bauen und zwar nochmal so ein Nochmal so ein Speicher. Bronze in der Bauherr. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Weg passt. Okay. Ich denke aber, das geht okay so. So, wie schaut es mit dir aus? Du hast noch genug Energie. Du hast noch genug Energie. Du machst gerade Aufgaben. Jetzt haben wir hier Julian abgebrochene Aufgabe, weil nirgendwo gibt es einen freien Platz. Du hast dieses Produkt lange nicht benutzt. Apfel. Ich kann nicht länger warten. Quest gestartet. Bekanntes Öl. Ach so, ja, die Paprika, ne? Naja, geh nach Haus. So, dann schauen wir mal, was wir, ob wir was pflanzen können. Wir sollen Bäume pflanzen. Bäume. Schauen wir mal, ob das zählt, ne? Fünf Bäume. Okay. Apfelbaum kostet 50. Ich würde sagen, wir machen da hinten recht viel. Warte mal, erstmal ziehen wir noch einen Weg nach da hinten. Bis dahin, okay. Dann schauen wir mal, dass wir ein paar Bäume pflanzen. Apfelbaum. Wir fangen da hinten in der Ecke an. Das sollte aber normalerweise doch stimmen, oder? Zwei, okay. Das ist sogar richtig gut. Vier. Und noch einen fünften, dann haben wir schon kein Geld mehr. So. Jetzt hier. Wasser. Du. Ja. Lauf nur zu. Du
Du hast dieses Produkt lange nicht. Linda hat nichts zu tun. Wieso nicht? Ja, Linda hat nichts zu tun. Ist ja in Ordnung. Mach 1-3. Pflanze 5 Bäume, bewässere 10 Bäume und ernte 15 Früchte in 6 Tagen. Okay. Ach so, das sind 1 von 3. Das wird es wahrscheinlich sein, ne? Eine Aufgabe von 3. Wir haben 5 Dinger gepflanzt, dann ist okay. So. Linda! Bewege die Produkte. Mhm. Transportiere Produkte. Nee. Hund braucht Essen, alles klar. Hierhin bitte. So, dann geh hierher. Transportiere Produkte. Und zwar Karotten. 50. Mhm. Hier ins Auto. Und dann verkaufe alles und komm zurück. So. Hund hat Hunger. Katze hat Hunger. Alles klar. Was ist mit dir? Achso, die Energie. Was ist mit dir? Du könntest eigentlich mal... Katze, bleib stehen. Katze füttern. Aha. Und Katze säubern. Gut. Irgendeine Errungenschaft freigeschaltet. Weiß ich nicht. So, füttere den Hund. Und säubere den Hund. Und heile den Hund. So. Aktuelle Aufgabe. Du tust bitte Früchte ernten. Mhm. Die wachsen ja noch. Ups. Ich glaube, da kommt sie noch hin, oder? Mhm. Kommt sie hin. Dann hier noch ernte Früchte. Schauen wir mal die Bürgermeisteraufgabe. Kannst du die dann auch gießen? Mhm. Okay, da kommt sie nicht hin. Ja, ist okay. Doch, kommt sie hin. Hält es jetzt mit? Ja, 7, genau, okay. Dann bitte hier einmal. Mhm. Ja, Linda hat nichts zu tun, ich weiß es. Wasser. Mhm. Dann können wir hier einmal ernten. Mhm. Dann können wir hier einmal gießen. Mhm. Die Nacht bricht an, kümmere dich um deine Felder und die Tiere, ja, alles klar. So, dann schau mal daher, bitte. Füttere. Mhm. Und Sauberkeit. Mhm. So. Was ist mit dir? Du kannst eigentlich... Aha. Geh mal nach Hause. Schlaf dich mal aus. Geh nach Hause. So, 243, das passt. Wie schaut's denn mit ihm da hinten aus eigentlich?
Ja, okay. Wir sind immer noch hier. Wir haben 19 Punkte bekommen. Hund und Katze sind deine Freunde. Achten Sie auf sie, um sie vor nächtlichen Angriffen durch Füchse und Mäuse zu schützen. Alles klar. Einmal der nächste Tag, bitte. Weißt du was? Das Wichtigste ist, dass du dich bemühst. Morgen ist auch ein guter Tag, um die Pracht des Hofes deines Großvaters wiederherzustellen. Honig sammeln. Ach so, der hat jetzt Honig gesammelt. Alles klar. Nee, dann mach mal. Linda hat nichts zu tun. Das kann gar nicht sein. Der Hund ist noch okay. Die Katze bräuchte Gesundheit. Das ist ein bisschen viel, würde ich sagen. Mhm. Dann kannst du füttern und du kannst sie säubern. Mhm. So, er ist auf jeden Fall hier am Schaffen. Finde ich gut. So, wir gucken mal ganz kurz auf die Quest nochmal vom Bürgermeister. 2 Aufgaben von 3 haben wir gemacht. Ernte 15 Früchte. Ja. Jemand braucht deine Hilfe, jemand muss warten. Das ist gut, dass das Lager dasteht. Wettbewerb gewonnen, fordere deine Belohnung. Mhm. Gut. Wie schaut es hier aus? 306 von 550. Dann gucken wir jetzt erst einmal wegen dem Wettbewerb. Öffne. Herzlichen Glückwunsch, Respekt, hole deinen Preis ab. 275 Dollars. Hi Simon, ich weiß, du denkst, ich rede nur mit dir, wenn ich etwas brauche, und du hast recht, ich brauche Himbeeren 45, ich warte neben Bäckerei. Haben wir 45 Himbeeren? Ne, 26 haben wir. Produkte vom Feld sammeln, na dann. Rungenschaft freigeschaltet, silberner Pflanzensammler. Und das andere war so nah, erreiche den 4. Platz im täglichen Ranking. Spiel gespeichert, ist okay. 10 Peperoni, ich habe noch keine Peperoni. Ich würde sogar sagen, dass wir nochmal ein Lager bauen. Silo ist... Dient zur Aufbewahrung der Ernte, okay. Hier wird das Fleisch verarbeitet. Was haben wir denn da? Räucherei. Ah, okay. Da muss man ganz schön viel noch an Levels erreichen. So, wie ist es denn mit Tieren? Kaninchenstall haben wir ja. Ein gemütliches Haus für Kaninchen. Sie lieben es, Karotten zu essen. Du kannst kleine Fleischeinlagen, Fleischmengen aus ihnen produzieren. Kann nur innerhalb des Hofes gebaut werden. Ja, aber ich habe ja... Warte mal, kann ich da nicht nochmal? Kaufe Hase für 45. Erforderlicher Raum 1. Vergrößere. Muss ich das jetzt kaufen oder nicht? Kaninchenstall. Ja, okay, dann sind es halt jetzt 2 und 2. Das ist ja in Ordnung.
arbeite hier. Achso, er ist bereits zugewiesen. Was mit dem Hund? Achso. Oh. Füttere den Hund und wasche den Hund. Katze, ich sehe dich gerade nicht. Aber dir geht's gut, okay. Was haben wir da? Wir haben 105 Kartoffeln. Molkerei haben wir natürlich noch nichts. Du hast dieses Produkt lange nicht benutzt. Mais. Weizen. Haben wir ja schon. Die Belohnung, die haben wir schon. So, eigentlich sollten wir hier noch... Ich weiß gar nicht, kann ich da jemanden einstellen, der sich dann nur um Teilehandel, Fahrzeughandel, Grundstücke kaufen. Keine Ahnung, was das ist. Klicke hier, um dich an einen Ort zu begeben, wo du mit deinen Produkten handeln kannst. Ui. Ein Markt. Okay. Aber im Grunde war das noch am einfachsten, ne? Mit dem Anklicken. Transportiere Produkte. 50 Kartoffeln. Ja, ja, lauf nur weiter. Ja und? Ah, gut. Es bringt sie automatisch dahin, alles klar. Transportiere Produkte, dann würde ich sagen, machen wir mal 30 Äpfel. Ja, bitte hierhin. Dann Karotten. Geht das? Nee. Nimm. Ja? Dahin, bitte. Ah, gut. So, dann verkaufe alles und kehre zurück. Okay. 521, bin mal gespannt. Rungischer freigeschaltet goldener Verkäufer, alles klar. So, wir brauchen aber auf jeden Fall nochmal einen, der hier mitwerkelt. Was mit dem Hund? Dem geht's noch gut. Katze braucht Fressen. Füttere. Und säubere.
Ach so, okay. Und das so fährt er dann einfach. Okay, alles klar. Was mit dir? Energie? Na dann, abgehen nach Hause. Wir holen uns nochmal einen Arbeiter. So, Arbeitsagentur. Wir brauchen jemanden, der gut ist in der Landwirtschaft. Tiere, Tiere. Tja. Dann wäre er jetzt eigentlich so der Nächste, der Konrad, ne? Weil dann wird hier nämlich der Konrad hier arbeiten, sobald er dann angekommen ist. Konrad hat nichts zu tun, alles klar. Der Konrad kriegt jetzt was zu tun. Ja, Konrad ist auf dem Weg an, Ding angekommen. Bürgermeisterwettbewerbe, keine Quests. Quests von Freunden, das sind die Peperoni. Ich kann ja mal schauen, ob ich doch das Peperoni-Feld bauen kann. Tomate, Paprika. Habe ich nicht, ne? Die Nacht bricht an, kümmere dich um deine Felder und die Tiere. Schon wieder Nacht? Heftig. So, aber wir müssen auf jeden Fall noch ein Feld bauen. Was ist mit dir? Energie oder was? Okay. Den habe ich quasi jetzt zugeteilt, ne? Gut. Nacht beginnt. Schauen wir mal. Oh, yes. Gleich einen Sattensprung nach oben gemacht, ne? Wir sind jetzt auf Platz 3. Vergiss nicht, deine Pflanzen zu spritzen, um sie vor gefährlichen Krankheiten zu schützen. Alles klar. Jo, wir kommen so langsam hier ein bisschen höher, ne? Hätte es auch anders sein können. Ich habe von Anfang an dich geglaubt. Ich werde bis zum Ende an dich glauben, bis hin zum ersten Platz. Alles klar? Ja, ihr könnt es zu zweit machen. Das ist kein Thema. Jemand braucht deine Hilfe. Schauen wir mal. 40 Karotten. Ich warte neben der Mühle. Erfahrung trage dich ein. Das können wir machen, weil 40 Karotten sollten wir haben. Hoffe ich. 118. Naja, dann. Dann passt's ja. Nein. Hier. Steuere. Liefere die Produkte. Das magst du bitte. Die müsste sich jetzt eigentlich dann die Sachen schnappen und losdüsen, oder? Wie, was ist denn jetzt? Aber ich dachte, die liefert jetzt die Sachen.
Katze bleibt stehen. Gesundheit? Mhm. Ach, nein. Oh. Komm, zieh ab. Hunger. So, jetzt bin ich mal gespannt. Das müsste doch normalerweise jetzt gehen. So, hier hin. Produkte nehmen. 40. Nimm die Produkte. Mhm. Ins Auto bitte. Liefere die Produkte. Mhm. Müsste doch jetzt gemacht werden, oder? Du musst mit einem Lieferwagen auf den Parkplatz fahren, um die Produkte zu übergeben. Okay, du bitte zack hier rein. Transportiere Produkte. Genau. Halt nein. Fahren. Mhm. Ja, Hund braucht Essen. Der Hund, der muss jetzt warten. Schauen wir mal. Okay, gut. Verkaufe alles und kehre zurück. Steige aus dem Fahrzeug. Fahre in die Garage. Okay. Passt. Denke ich mal. Moment, du bist der Julian. So, wie schaut's lagertechnisch aus? 307, 550, okay. So, transportiere Produkte und zwar schauen wir mal, ob das so auch geht. Oh. Ja, ja, Linda hat nichts zu tun. Die kriegt schon was zu tun von mir. 50? Ja, komm, nimm. Mhm. Ins Auto bitte. So, damit sind dann 100 Sachen drin, ne? Genau, so, dann verkaufe alles und kehre zurück. Kapazität, okay. Ja, das läuft alles. So weit, so gut. Okay, perfekt. Alles klar. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich nochmal einen Part mache oder nicht. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Man sieht schon, also wir haben ja Level... Keine Ahnung was. Irgendein Level haben wir auf jeden Fall. Bürgermeisterwettbewerbe, haben wir da schon was? Nee, erforderliches Level 6. Haben wir noch nicht ganz. Arbeiter, okay.
Da können wir Straße bauen, da können wir abreißen. Wir können mal hier noch ganz kurz gucken. Getreide. Wunderschöne Wiese, Sonnenblumen, Mais, Weizen können wir eh noch nicht. Erfordert Stufe 8. Gemüse. Wächst nicht nur an Halloween. Aber da haben wir nichts, ne? Da müssen wir, glaube ich, beim Markt dann was kaufen. Mhm. Gut. Oh. Du kümmerst dich jetzt nochmal schnell um den Hund. Mhm. Sag mal, haben wir überhaupt noch so viel Fleisch und so weiter? 23. Wie schaut es mit den Hasen aus? Schaut's mit der Katze aus? Ja, ja, Linda hat nichts zu tun. Die kriegt schon zum Tun. Und dann kümmert sie sich bitte hier rum. Oh. Mhm. Gut. Also es soll es für heute auf jeden Fall gewesen sein, würde ich sagen. Genau. Wir lassen Linda dann hier mit ihrem Hasen machen und schauen wir mal, was, ob wir dann noch einen weitermachen. Schaffe einen Schlachthof, füttere, verkaufe ein Tier für 50. Mhm. So, aber wenn der eine gestreichelt wird, muss der andere auch gestreichelt werden, ne? Das ist ja logisch. Mhm. Okay, jetzt muss ich wirklich Schluss machen, weil sonst wird es einfach wieder zu lang. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Wenn ihr mehr sehen wollt, auf jeden Fall in den Kommentar reinschreiben. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.